Hallo meine Freunde, willkommen zurück hier in Ostriff. Wie ihr seht, ist sehr viel Zeit vergangen, Ingame-Zeit. Denn ich habe einiges bauen lassen. Und zwar die Hühnerfarmen hier habe ich bauen lassen. Dann haben wir hier hinten Häuser gebaut. Hier haben wir jetzt einen Stall für die Pferde. Dann habe ich noch hier ein Schlachthaus gebaut. Hier oben noch ein Schlachthaus gebaut. Wir haben jetzt insgesamt, ich glaube, 4 Schlachthäuser. Wir können ja mal durchklicken. 1, 2, 3. 4 Schlachthäuser. Denn ich möchte die Schlachthäuser immer in die Nähe von der Tierproduktion ansiedeln. Erstens mal kurze Wege, damit es schneller geht. Und was haben die hier drin? Die haben noch. Oh, hier habe ich noch gar keine Leute drin. Die müssen wir erstmal einstellen. Alles klar. So, gut. Aber die schlachten Kühe, Schafe und Schweine. So, dann haben wir, wo haben wir denn unsere ersten, wir haben doch schon eine Hühnerfarm. Ich glaube, wir müssten jetzt 3 Hühnerfarmen haben. 1, hier 2, da sind 20 von 30 Hühnern drin. Ja? Alles klar. Und hier ist noch eine. Da ist aber nichts drin. 3, 4 Hühnerfarmen. So dass wir, wenn die nächsten Händler kommen, dass wir unbedingt Hühner kaufen müssen. Dass wir erstmal genügend Eier haben. Und die Hühner sind ja auch. Ich weiß nicht, ob man Chicken Meat hat. Man Chicken Meat drin, ne? In unseren Chicken Eggs. Nee, eigentlich bloß Eier. Nur Eier haben wir drin. Was machen wir mit den Hühnern? Mit den Hühnern, die tun wir wohl gar nicht schlachten. Nee. Mal schauen, ich habe auch etwas Met gekauft. Ich hoffe, dass das Alkohol ist. Denn der Kneipe schreit, dass kein Alkohol im lokalen Markt ist. Ach so, das müssen wir jetzt bestimmt in eine Grenne. Oh, hier haben wir ja auch Grenneries gebaut. Die müssen wir auch erst nochmal besetzen. Das ist eine Grennerie, alles klar. Ich habe einiges gebaut und da müssen wir jetzt auch mal sehen, dass wir die so nach und nach mit Personal besetzen. So, da packen wir gleich mal rein. Wo ist es? Horlika, das müsste doch eigentlich auch Alkohol sein. Da habe ich ja auch schon was eingekauft, glaube ich. Und dann dieses Meat. Das ist auf alle Fälle im Fass. So, ich hoffe mal, dass das Alkohol ist. Ich kann ja mal meinen Google-Übersetzer fragen. So, dann gucken wir mal, das geben wir mal ein hier. Oh, was ist jetzt? Barfinkowe. Das ist, die kommen übers Wasser. Die wollen Schafsheide wollen die haben. Kartoffeln und Mehl. Was ist das hier? Sheepskin. Schafsfelle oder was ist das? Das ist Wolle. Buchweizen, Horlika bieten die uns an. Dann haben wir nochmal 1000. 1000, Deal.
Was kann man denn, was habe ich denn an Kartoffeln? 6000 Flour, was habe ich an Mehl? 7000. Da verkaufe ich euch mal 1000 Mehl. So, da haben wir auf alle Fälle mal die Kosten fürs Horlika wieder rein. Gut, da müssen wir jetzt hier. Was wollte ich denen verkaufen? Schon wieder vergessen. Oh, leck mich. An der Fiss. Flour. Mehl wollten wir denen verkaufen. Alles klar. Müssen wir denen sagen, dass wir mal 1000 Mehl holen sollen. Na, komm. Flour. 1000. Und das nur temporär. Die haben schon Miet drin. Das wird jetzt rausgeräumt. Dann haben wir noch Honig drin. Also, hier bauen wir auch Honig. Tun wir auch hier rein. Honig. Oh, dann haben wir mal 3000. Und vom Horlika müssen wir jetzt auch mal auf 2000 hochgehen. Da wir ja schon was haben. Und Miet gehen wir auch auf 2000. So, alles klar. So. Und jetzt haben wir schon Leute drin. Und das sollen alle die holen. Genau. Und die kriegen auch paar Pfeng Geld mehr. 110%. So, alles klar. Müsste doch jetzt, hier hüben haben wir noch eine. Da tun wir erstmal eine einstellen. Da stellen wir erstmal eine Frau ein. Die hat noch nichts, was sie einlagern soll. Hier unten habe ich reingelegt, das sind die Warenhäuser, die wir gebaut haben. Flachs. Dann haben wir hier drin Hemp, Hanf. Hier haben wir Wolle, Barley und Kohle drin. Also die Warenhäuser, die habe ich schon einigermaßen gut belegt. So. So, wie sieht es hier hinten aus? Die haben Ochsen drin, die tun auch arbeiten. Hier hinten wird weiter gebaut. So, wie sieht es hier oben aus, der Schlachter? Die haben noch nichts. Ah, da kann man jetzt, was haben wir hier drin? 17 von 20. Also, die 3 Jahre alte Kuh geht weg. Dann haben wir noch eine Kuh, die geht auch weg. Dann haben wir hier einen 2 Jahre alten Bullen. Den schicken wir auch zum Schlachter. So, was haben wir hier? Schweine haben wir noch nicht drin. Ach, da wollten wir welche verlegen. Das machen wir jetzt. So, da schauen wir mal. Dieser Schweinestall, die haben 20 von 20 möglichen Schweinen. So. Immer noch keine Leute drin. Oh je, oh je. Müssen wir mal welche einstellen. Das können wir sonst nicht machen. Die haben auch noch kein Wasser. Die müssen wir noch einen Brunnen hinbauen. Alles klar. Den bauen wir jetzt auch gleich erstmal fix. Den legen wir hier dazwischen. Oder hierher. So, und den ziehen wir mal vor. Der ist dringend notwendig. Dass das gleich nach den Wagenschuppen gebaut wird. So, da könnt ihr jetzt hier erstmal noch Futterzeug reinräumen. Kein Weizen. So, was haben wir noch? Barley, Kartoffeln könnt ihr. Ne, das lassen wir auch mal sein. Buchweizen. Da müssen wir mal gucken, was wir da. Oh, wir haben jetzt schon 7000 Geld. Seht ihr das? Buchweizen. Wie sieht's denn mit Buchweizen aus? Buchwit. 7000 haben wir. Es ist mir aber noch nicht genug. Wir brauchen da noch. So, wir haben aber Barley, haben wir 18.000 und da kommt ja immer noch was dazu. So. Heu, Hemp, Honig, Horlika, haben wir 1000.
Und Miet haben wir auch 1000. So, gut. Das wollte ich jetzt bloß mal schauen. Die können dann mal noch... Oh, Linsen können sie rein. Was ist denn jetzt? Bleib mal hier. Oh, Linsen können sie rein tun. So, was haben wir denn noch? Na gut, 20 Kartoffeln dürfen sie auch verfüttern. Und 20 Buchweizen. Aber das war's dann. Mehr bekommt die Schweine nicht. So, das sind die Futterreserven immer für einen Monat. So. Oktober, die Ernte ist durch, fast. Ist denn noch was auf den Feldern geblieben? Ne, hier eigentlich auch nicht. Ne, die Ernte ist eigentlich ganz gut rein. Die Felder sind alle abgeräumt. Hier holen sie den letzten Hanf rein. Hier auch. So, alles klar. Unsere Mühlen, die mahlen, die haben zu tun. Wie sieht's mit unserem Weizen aus? Müsste ja eigentlich ganz gut sein. 3000. Da kommen wir gut über den Winter, denke ich mir. So, dann muss ich bloß mal sehen, wo werden denn die warmen Sachen produziert? Textilien machen die hier. Taylor's Workshop. Die machen Textilien und Clothes. Und wer produziert die warmen Sachen? Also explizit, dass einer, dass man sagen, die machen warme Sachen. Hier oben, warme Sachen, 500. Da gehen wir jetzt mal auf normale Sachen, gehen wir mal auf 250. Das müssen wir das so irgendwie regulieren. Dass die mal ein bisschen mehr warme Sachen machen. Naja, komm, jetzt haben wir es getroffen. So. Das ist doch noch einer hier. Nee. Die ist der Schuster. Das ist ein, die machen Textilien. Die machen Textilien. Haben wir keinen Schneider mehr, der da warme Sachen herstellt. Da brauchen wir doch bloß mal abrufen. Nein, haben wir nicht. Also müssen wir auch noch mal so ein, naja, Taylor's Workshop bauen. Wo bauen wir den hin? Den möchte ich aber auch hier irgendwo hier rein. Was kriegen wir den hier rein? Ne, den kriegt man nicht da rein. Aber hier unten können wir doch noch mal einen hinsetzen, oder? Taylor, Weaver. Ja, hier unten setzen wir noch mal einen hin. So, da schauen wir mal. Da bauen wir noch so ein Ding auf, dass man auch mal die warme Sachen. Taylor's Workshop hier. Das ist doch echt schön. Das drehen wir mal. Halt, wir gehen mal ein bisschen näher ran hier. Das drehen wir mal, jawohl. Oder so nach oben. So sieht's gut aus. So. Bauen wir auch noch mal so ein eine Werkstatt, eine Schneiderei, sag ich mal. So, wir wollen jetzt mal das Tempo ein bisschen erhöhen. Oder wir halten den mal an und ziehen den mal vor. Dass der Brunnen gebaut wird, dass wir die Schweine verlegen können. So, das sind, wie viel haben wir hier drin? Das ist der Rinderstall. Was, das kann nicht der sein. Muss der sein. Die haben 14 von möglichen 20 drin. Alles klar. So, seht mal zu, dass der hier den Brunnen zusammenzimmert. Was, ein Schwein ist gestorben? Von wieso das? An Hunger? Die haben doch Fressen drinne.
sollten das für ein Quatsch jetzt sein? So, der Brunnen ist fertig, jetzt könnt ihr hier weiterbauen. So. Wieso ist hier ein Schwein gestorben? Die müssten normalerweise 800 Barley drin haben. Wieso haben die hier kein Zeug drin? Ist wird so weit weg oder was? Gut. Wir haben wieder eine Familie, jetzt wieder ein Kind bekommen. Merefa ist da. Merefa ist da. Die, was wollen die denn von uns? Sunflower Öl, Leim. Kriegen sie 824 Mal. Das kriegen sie. Flachs, 1100. Kriegen sie. Deal. Chicken. Die 15, die kaufe ich. So. Und warme Sachen. Soll ich jetzt die warmen Sachen kaufen? Salz. Ne, kriegen sie jetzt nicht. Sunflower Oil. 2000 kriegen sie. Die habe ich im Dings drinne. Deal. Und da kaufe ich auch jetzt warme Sachen. Warme Sachen. Deal. Alles klar. Haben wir jetzt fast plus minus null. Gehen wir aus diesem Handel raus. So, alles klar. Wir nehmen ein, Moment, 164, 278, 478 und geben aus, naja, 580. Gut, egal, wir haben über 7000, das sollte uns mal nicht stören. So, es hat nochmal geklingelt, wer ist das? Der Kashi, naja, bitte. Da kriegen wir natürlich gleich wieder was rein. Die kriegen die Kohle. Dann kriegen die Äpfel. Da muss ich welche in das Lager legen. Aber die sind ja relativ lange dauert, dass die da sind. So, hier haben wir keinen. Gut, alles klar. Da legen wir mal in der... Wo ist es? Habe ich jetzt gedreht? Ja. Drehst dich einmal, da siehst du nicht mal, was los ist. So. Jetzt gehen wir aber wieder runter mit der Geschwindigkeit. Äpfel brauchen wir. Äpfel. Und war, wie viel waren das hier? Äpfel. 790. Alles klar. Das sagen wir mal. 1000. Na. Ne, 790 und die machen wir auch temporär. So, Sunflower Oil. Das durch jetzt, das Sunflower Oil, könnte sein. Das Barley kann ich rausspacken. Gerste will so gut wie keiner kaufen. Raus damit. Das könnt ihr wegschaffen. Und zwar schaffen wir das dahin.
Können die das dort nie überschaffen? Sieht nicht so aus. Das müsste man steuern können, dass man sagt, das wird dort und dorthin geschafft. Das wäre natürlich ideal. So, das schaffen sie raus, alles klar. Also, packen wir hier mal ein bisschen. Ja, Barley. Aber eigentlich Tierfutter darf doch eigentlich gar nicht ins Lebensmittellager. Hemp, Lachs, Barley. Das packen wir jetzt hier rein. Da stellen wir jemanden ein, da müssen sie eben hier rüberflitzen. So, und die packt rein Barley. 6.000. Oder können wir 10.000 reinpacken? Die volle Ladung können wir hier Barley reinpacken. So, alles klar. So. Und mit allem, was zur Verfügung steht, wird das reingeschafft. So. Hier ist schade, dass man das nicht rausräumen kann. Also rausräumen schon, aber dass man das nicht steuern kann. So, gut. Was ist mit unserem Schweinestall hier? Haben die wieder nichts zu fressen? Die sind sehr, sehr nachlässig hier oben. Mal noch 2 Frauen einstellen. Prozent Frauen sind arbeitslos. Ne? Da müsste das jetzt aber ja klappen. Jetzt sind 4 da drinnen. Das müsste dann irgendwann mal funktionieren. So, was ist hier? Das Schlachthaus ist auch voll. Das hier ist eine Krenner. Oh, da können wir da auch reinräumen. So, was haben die drinnen? Die haben Mutton. Ach, Schaf. Alles klar, müssen wir hier reinpacken. Was ist mit der Krennerie? Die ist fast voll. Also, wieso haben die kein Sunflower Oil drin? Ne? Mouton. Wo ist es? Ja. 1000. Packen wir da rein. Wie viel hat das Schlachthaus drin? 780. Also, dann haben wir Pork. Schwein. Pork. Ah, packen wir auch mal 2000, das wird bestimmt mehr sein als Schaf und alles andere zusammen. Dann haben wir Salo und Schafshäute, Schafsfelle. Alles klar, Speck. Speck kommt jetzt hier noch rein. Salo. Salo. Packen wir auch mal 2000 rein, oder? Ja. Wir müssen ja den Krempel irgendwo unterkriegen. Das nützt ja nichts. Die müssen wir ja irgendwo unterkriegen, den Quatsch. Und dann kommen noch die Schafshäute, die kriegen wir doch nicht hier rein, oder? Die können wir doch nicht hier reinpacken. Die müssen wir in eine Dings schaffen. Hier rein. Da machen wir hier mal Barley. Machen wir hier mal 7500. Und Sheep. Sheep hier. Sheep hit es. Was ist denn das andere? Sheepskin, was ist denn das? Das Schafsfett oder was? Wolle ist es nicht. Keine Ahnung. Na, da wollen wir doch mal sehen.
Schafshäute sind das, alles klar. Und das andere sind Felle. Schafshäute. Mhm. Alles klar, gut. Chiefs machen wir 1500. Und da machen wir hier oben plus 7000 draus. Und hier unten machen wir nochmal 1500. Alles klar. So. So, haben die jetzt hier oben Wasser und Wasser haben sie drin, Futter haben sie drin. Dann tun wir jetzt mal aus diesem Schweinestall. Erstmal nehmen wir von diesen nehmen wir was weg. Die haben 23, die haben schon 3 zu viel drin. Halt, das reagiert, läuft manchmal ein bisschen sehr schnell hier weg. So, der Eber kommt hier rein. Dann haben wir noch einen Eber, der kommt auch noch hier rein. Eine einjährige Sau kommt hier rein. Dann haben wir noch eine Sau. 2 Säue, 2 Eber. So, dann nehmen wir jetzt noch eine Sau raus, die kommt hier rein. Und hier unten noch ein Schwein, eine Sau. So, da haben wir jetzt 2 Eber und 4 Sauen. Da haben sie aber zu tun, die Eber. Ha! So, und dann haben wir hier unten haben wir auch noch einen Schweinestall. Die haben 27, du kriegst die Motten. Oh, da muss ich aber hier zum Schlachter. Schlachter. 1, 2, 3, 4, 5 mal zum Schlachter. So, und dann nehme ich hier noch. Wo ist er? Hier oben ist er. Ein 5 Monate alten Eber noch hier rein. Und. Eine 5 Monate altes Schwein kommt auch noch hier rein. So, da müssten wir jetzt dort unten auf der grünen Seite sein, dass das jetzt wieder funktioniert. Also, bei der Fülle der landwirtschaftlichen Betriebe, jetzt haben wir hier Hühner drin, seht ihr's? Hier haben wir jetzt Hühner, jetzt müssen wir hier an die auch schon, da können wir. Wenn das nächste Mal ein Händler kommt, können wir hier auch Hühner halten. Kommen auch hier rein. Bei der Fülle der landwirtschaftlichen Betriebe, und da hast du ganz schön zu tun jetzt, das alles hin und her zu managen, damit kein Stall zu voll ist, damit man müsste das auch einstellen können, dass ab einem gewissen Alter die Schweine zum Beispiel zum Schlachter gehen. Das wäre natürlich angebracht. So. Aber wir sind schon wieder fast bei einer halben Stunde, Leute. Die Zeit ist vergangen. Die Zeit ist vergangen. So, wir werden jetzt erst einmal hier wieder einen Cut machen, meine Freunde. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch eine gute Woche. Es soll ja nochmal richtig warm werden. Richtiges Frühlingswetter soll man ja nochmal bekommen. Also, dann genießt nochmal die Woche, bevor der Winter über uns herfällt. Alles klar, meine Freunde. Ich sage dann mal Tschüss. Bis zur nächsten Folge.